Ja, hallo Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Wir haben heute Samstag, die Sonne scheint. Und beim letzten Video habe ich euch gezeigt, die Gamma-Fahrzeuge, also Gamma-Fahrzeug-Pflegeprodukt. Und hat aber ja dann genieselt gehabt, das heißt, ich konnte nicht alles zeigen. Hier habt ihr mal kurz ein Video, was im vorigen Video gewesen ist. Heute habe ich vor, noch andere Produkte von Gamma-Fahrzeuge zu zeigen, und zwar aber nicht an dem Big Daddy, sondern an einem ganz anderen Auto. Seid gespannt. So, und zwar, warum an diesem Auto? Das möchte ich euch gerne erklären. Und zwar folgendes. Ich möchte gerne das Insektenmittel von Gamma-Fahrzeuge benutzen. Und Big Daddy Insekten vorne dran, schwer. Ganz schwer. Die Insekten, die da rumfliegen, die sind meistens schneller. Ich bleibe meistens hinten dran mit dem Auto, ne? Ich fährt ja nicht so schnell. Und hier der fährt ein bisschen schneller. Ja, und an dem kleben auch tatsächlich Insekten dran. Ja, viele sind es nicht, aber es sind einige, die dran sind. Und da könnt ihr sehen, ja, dass da doch tatsächlich ein bisschen was dran klebt. Ja, und da auch noch ein paar Blutspritzer und so. Und da denke ich mal, macht sich das ganz gut. Und was ich auch noch benutzen möchte, ist den Lackglanz, was ich eigentlich beim Big Daddy ja auch zeigen wollte, was nicht funktioniert hat. Und das werde ich jetzt dann hier bei dem BMW mal zeigen, weil da sieht man auch, dass der Lack, ne, hier, also gut, ist dreckig, ne? Also der kriegt jetzt keine Grundreinigung, aber das ist genau im perfekten Zustand, wie sich der Lack jetzt hier befindet, dass man da schön die Mittel testen kann. Ja, also seid auf jeden Fall gespannt. So, das sind die zwei Produkte, die wir heute testen werden. Ja, und zwar Insektenentferner. Da steht's. Ja, fokussierter Insektenentferner von Gamma. Und Lackglanz. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht, ja, was da drauf steht. So, das sind die zwei, die wir heute testen werden. Wichtig ist Mikrofaser und dann hier noch so ein, das ist auch was ganz Tolles, da ist man schön in dem Lack, das ist wie so ein Handschuh, den zieht man an und dann kann man so schön auf dem Lack drauf, ne? Also ist sehr, sehr fein. So, ich hoffe, ihr habt das sehen können, den Dreck, der da drauf ist. Was ich noch zeigen wollte, was ich jetzt beim ersten Mal, ist mir doch die Flasche vorne kaputt gegangen. Ist jetzt doof, dass ich jetzt die Kamera schon positioniert habe. Und zwar geht es um Folgendes. Ihr habt vorne, ja, guck mal, ob ich es jetzt nochmal in die Kamera halten kann. Ich muss das Mikrofon nochmal hinlegen. So, und zwar hier vorne an der Kamera, dieses hier. Das müsst ihr drehen. Und erst wenn das gedreht ist,
Ja, dann könnt ihr jetzt quasi pumpen und sprühen. Beim ersten Mal ist mir das kaputt gegangen, weil ich direkt gepumpt habe. Ja, so, jetzt gehen wir mal. Was steht hier drauf? Einsprühen, einwirken lassen, abwischen. So, dann fangen wir mal an. So, sprühen wir mal hier ein. So, ist ein bisschen was drauf. Jawohl. Dann lassen wir den mal ein bisschen einwirken. So, jetzt gehen wir mal drüber. Schön in Kreisbewegungen. So, und dann kann man den ja nochmal halbieren. So, dann hier auch nochmal in Kreisbewegung. Und dann mache ich das hier noch mit dem Schwimm, mit dem Handschuh hier. Also es ist sauber, ja, Moment, also was ich, ja, vielleicht liegt es aber auch, wir machen das nochmal, so, wir sprühen nochmal drauf, weil ich habe jetzt festgestellt, dass hier immer noch wie Staubkörner drauf sind. Ja, ich will den Lack nicht beschädigen. Also machen wir das nochmal. Sprühen wir nochmal drauf, Lackglanz. So, wie ihr sehen könnt, ja, ist drauf, schön drauf gesprüht. Das war der Traktor, der eben vorbeigefahren ist. Tadadadada. So, denke ich mal, haben wir es lange genug drauf gelassen. Also, ich mache das so, ne, immer halbieren und dann fange ich natürlich jetzt unten an und Kreisbewegungen. Immer Kreisbewegungen. Das ist bei einem Lack sehr gut. Ja, also, ja, was soll ich sagen? Also ich muss ehrlich sein, mal ganz klar, ich muss wirklich ehrlich sein und ich bin von diesem Produkt überhaupt nicht begeistert. Also da macht's andere Hersteller doch tatsächlich besser. Das ist, ich sag mal, das kann man mal. Ja, und das immer noch wieder, ich fasse drüber,
Das ist wie Staub drauf, ja. Obwohl ich jetzt schon zweimal drüber bin, wie ihr gesehen habt. Aber da gibt es definitiv Besseres. Also ich sag mal so, dieses Produkt, wie soll ich sagen, also das Lackglanz, also ich, glänzen tut's, ja. Tut's bei Wasser auch, ja. Aber das kann man mal nehmen, sag ich mal, wenn jetzt ein Neufahrzeug, sag ich mal, verkauft wird, ja. Und das Auto hat mal draußen gestanden und da ist mal ein Fleck drauf oder so. Um da nicht einfach mit Wasser dran zu gehen, weil Wasser gibt ja auch Ränder und alles, weil es ja kalkhaltig ist. Dann kann man das benutzen. Also dann ist der Lackglanz mal, um auf die Schnelle mal einen Fleck wegzumachen, sag ich mal, einen Fettfleck von dem Finger oder einen Vogelschiss oder so, ne? Dann kann man das doch tatsächlich mal benutzen, ja. Aber das ist jetzt keine Konservierung und das ist jetzt auch kein Produkt, was, sag ich mal, was eine Polierung ähnelt oder so, ja. Sondern das ist wirklich tatsächlich, was steht denn hier drauf? Reinigt Oberflächen mühelos von leicht bis mittlere Verschmutzungen, sonstige Rückstände ohne zusätzliches Wasser, spezielle Wirkstoffe dringen in die Verschmutzung ein und lösen diese schnell und zuverlässig. Es bleibt eine glänzende Schicht, die den Lack pflegt. Also, glänzend, ja, das sieht man. Schicht, naja. Tut mir leid, Gamma-Fahrzeuge, dass ich das jetzt mal so erwähne. Ne? aber ich muss ehrlich sein. Ne? Also, Reifenpflege, Felgenreiniger vom letzten Mal, top. Wirklich, bin ich mega von begeistert. Dann war das noch die Kunststoffpflege, Bombe. Richtig Bombe, weil riecht gut und wirklich mega geil. Ja? Hat es sauber gelassen, ja. Also ist sauber geworden, mega geil. Glanzlack, tut mir leid, ne, sorry, den kann ich mal so empfehlen, wie ich euch eben schon im Video gesagt habe. Was jetzt der Insektenentferner anbetrifft, den machen wir jetzt mal auf. So, und, warte mal, was steht denn hier drauf? So, einsprühen, einwirken lassen, abspülen. Abspülen. Ja. Ganz klar. Optimale Temperatur 10 bis 30 Grad. Wir haben jetzt aktuell 13 Grad. Reinigt unverdünnt, auf die reinigende Oberfläche aussprühen, kurz einwirken lassen, danach gründlich abspülen, mit einem Schwamm abwischen, nicht trocknen lassen. Und nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Optimale Temperatur 10 bis 30 Grad. 10 bis minus 30 Grad. Wow. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal her. Den Schlauch etc. muss ich dann noch holen. Machen wir aber gleich. So, jetzt sprühen wir erstmal hier drauf. Das riecht aber auch nicht schlecht. So. Und in der Zeit, wo es einwirkt, gehe ich den Schlauch holen. Beziehungsweise lasse ich den Schlauch anschließen. Also, bis gleich.
Gehen wir jetzt mal ans Trocknen. Ich mache es jetzt nur mal grob hier oben. Also ich meine, die Motorhaube, die werde ich jetzt nicht komplett trocknen auf dem Video. Das dauert ja zu lang. Sondern ich mache jetzt einfach mal hier die Stoßstange. Und das Nummernschild, weil da waren ja tatsächlich Fliegen dran. Leute, das Ergebnis, ich bin begeistert. Richtig gut. Doch, muss man sagen, richtig gut. Also da bin ich genauso positiv überrascht wie mit dem Felgenreiniger und die Kunststoffpflege. Mega. So, hier, überzeugt euch selbst. Na, könnt ihr sehen? Ja, auch hier oben. Oder hier. Wirklich? Doch, super. Sogar am Nummernschild, ne? Ja Leute, was soll ich sagen? Finde ich gut. Gamma-Fahrzeuge, gutes Produkt. Also der Lackglanz, wie gesagt, ich nenne es jetzt mal so, für ein Quickie ist er gut. Für ein Quickie ist er okay. Aber ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich muss schon ehrlich sein. Ne? Also, und der Insektenentferner, ja, geil. Richtig geil, doch. Ein bisschen einwirken lassen, draufspülen, also draufspülen, ein bisschen einwirken lassen und dann mit dem Hochdruckreiniger runter und siehe da, ja. Check mal, im Video kann man es ja sehen, dass da vorher was drauf war. Schön angeklebt, ja. Und ja, Insektenentferner drauf, abgesprüht, getrocknet, mega. Ja, also Leute, ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft gerne einen Kommentar da lassen. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, stellt sie. Ich bin ja in Kontakt mit Gamma-Fahrzeuge. Oder ihr könnt auch direkt an Gamma die Fragen stellen. Ja, was soll ich sagen? Macht das einfach. Ne? Abonniert meinen Kanal, das ist ganz, ganz wichtig. Lasst ein Like da, drückt unten aufs Glöckchen, das tut nicht weh. Und wenn ihr Bock habt, mir einen Snack zukommen zu lassen oder mir einen Snack auszugeben, eine Cola oder so, schaut einfach mal in der Videobeschreibung, da habe ich meine Donation, da ist der Link. Da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr mir über PayPal was zukommen lassen, wenn ihr wollt. Da sage ich natürlich nicht nein. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.